An diesen Adventsbesuch, da werden die beiden mit Sicherheit noch länger denken. Ein junges Paar ist zu Gast in einem Fachwerkhaus in Niedenstein bei Kassel. Und sie als Gäste, die sind es dann auch, die dort eine noch größere Katastrophe verhindern, als nämlich am ersten Advent ganz früh ein Feuer in dem Haus ausbricht. Es ist 6.25 Uhr am Morgen des ersten Advent, als bei der Rettungsstelle Schwalm-Eder ein Notruf eingeht. Gemeldet wird ein Brand in einem Haus, schnell aber ist klar, in der nordhessischen Gemeinde Niedenstein ist nicht nur ein Gebäude betroffen, drei nebeneinander liegende Fachwerkhäuser sind von den Flammen bedroht. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand ein Wohnhaus im Vollbrand, ein weiteres direkt angrenzendes Wohnhaus wurde schon stark in Mitleidenschaft gezogen und ein drittes Mehrfamilienhaus, was in unmittelbarer Nähe stand, dort wurden die Flammen schon bereits überzugreifen. 120 Feuerwehrleute rücken an, 10 Fahrzeuge sind im Einsatz. Glücklicherweise können die Retter sich auf die Löscharbeiten konzentrieren, denn alle 11 Bewohner hatten sich bereits selbst in Sicherheit gebracht, geweckt durch ein junges Paar und durch die Zeitungsfrau. Wir haben im 0,nix das Haus verlassen und sind raus und dann stand hier das Nachbarhaus schon in Flammen. Wir sind raus, einfach raus. Während der Löscharbeiten ereignen sich im Brandhaus zahlreiche Explosionen, vermutlich durch Gasflaschen. Dennoch sind die Flammen nach gut einer Stunde unter Kontrolle. Wir haben derzeit mehrere Dachdecker hier vor Ort, die die Dacheindeckung wieder so weit wetterfest machen, dass eventuell ein Bewohner möglich ist. Das hauptbetroffene Haus wird jetzt eingerissen. Ein Haus völlig zerstört, 2 weitere schwer beschädigt. Die ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei deuten darauf hin, dass möglicherweise der technische Defekt eines Luftkompressors den Brand ausgelöst haben könnte.